Ja, und was mal auch gemacht werden muss, ist halt hier die Kiste mal von Dreck befreien. Ein bisschen was habe ich schon rausholt. Und da. Und jetzt kommt hier dieser Deckel ab. Und da unten drunter ist immer ganz viel. Ganz komisch, frag mich, wie das hier reinkommt. Weil eigentlich geht's nicht, aber wahrscheinlich von dort. Guck mal, da liegt so Holz sogar drinne. Ganze Äste. Und damit ich nicht mal pixeln muss, habe ich meine alten Socken genommen und die mal hier rüber gespannt. Weil dann brauche ich nicht aufpassen, dass irgendwelche Deppen uns die Karre irgendwann kaputt machen. Ich meine, das ist ein altes Auto, aber bei manchen Menschen zweifle ich halt am Verstand. So, jetzt machen wir hier die Schrauben auf. 1, 2, 3, 4 und dann geht's los. Ja, vielleicht muss ich die muss ich nicht abmachen. Okay. Eine Handwerkerklangschale habe ich mal gehört. Das ist eine Handwerkerklangschale. So. Noch zwei. Und zwar auf der Seite da. Enge Schinder hier wieder. Gina hat gesagt, ich soll das machen. Oh, Alter. Was ist der los hier? Ah, jetzt. Ja, es macht sich ein bisschen blöd hier. Auf 05, da sieht man mehr. Ist hier schon lose hier? Nee. Gerade heute, wo hier ein Haufen Viecher rumfliegen. So, kriegen wir die jetzt hier ab. Ja, so, ab in die Hosentasche. Dino. Kriegen wir die schon so ab? Ja, kriegen wir auch ab. So Leute, ihr seid jetzt dabei, bei dem großen Augenblick, wenn ich das Ding hier abmache. Die doch abmachen, wa? Da können wir erstmal hinter gucken. Naja, ein bisschen ist was drin. Ja. Okay, muss ich die hier auch noch abmachen. Oder so. Das geht so nicht ab hier. So, haben wir ab. Hehehe. Sehen die anders aus? Muss man das schnell kontrollieren hier. Die sieht so aus. Die? Ne, die sehen gleich aus. Sehen alle gleich aus. Okay, geht ja bloß wegen Reinschrauben. Nicht, dass ich... Oh. Das macht sich... Jetzt haben wir sie. Miststück. Jetzt. So. Jetzt holen wir uns dann noch einen Staubsauger und saugen das dann vorne raus. So. Ja. Das sieht schon lustig aus hier drin. Halt ein Stock. Guck mal hier rein, wie es hier aussieht. Sieht ganz gut aus. Ja, ich werde mal hier einen Besen organisieren, glaube ich. Und wie sieht es hier aus? Auch gut. Ja, sieht ja ganz gut aus. So, wir gehen uns mal einen Besen organisieren hier. Gucken wir mal hier in die Scheune. Hier könnte es sowas geben. Hey, hier hing neulich ein Besen, ich weiß das ganz genau.
drinne Fragen. Wo ist denn der Besen? Welcher Besen? Ein Handbesen. Da ist keiner mehr. Ach, da steht ein Eimer vom, so schräg vom gelben Sack. Okay. Okay, soll ja wohl doch hier draußen sein. Links vor dem gelben Sack steht ein Eimer. Da. Was haben wir noch? Der ist den hier. Oh, guck mal, ich war sonnen, Leute. Ja. Oh, da sind die kleinen Fliegen hier unterwegs. Ekelhaft. Mal hier versuchen. Das hier rauszuholen. So ein Kladderandatsch hier. So. Da liegt noch so ein Ahorn, komm raus, Ahorn. So. Am besten wäre ein Staubsauger jetzt hier. Und ein Lappen. Staubsauger besorgen. Naja. Ja. Besser werden, besser werden. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück rückwärts fahren. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück zurück. Mein Staubsaugerkabel ist nie so lang. Am Arsch. Musik. Urheberrechte, ihr Idioten. Uiuiui, Staub, siehst du? Ich bin am Arsch. Kann das hier wieder rein, hier das Sieb? Ja, war falsch rum. So oder so rum kommt das rein. Nee, so passt es ja mal gar nicht. Andersrum. So. Mal gucken, wie rum das hier drin ist. Mit der geraden Kante nach außen. Der Kran habe ich. Irgendwie. Jetzt. Gut. Und der Finn hat wieder hier Kontrolle gemacht, ob ich das richtig mache. Oh, guckt, was hier drin hängt. Da sitzt die Gina. Gina, winkt mal. Ja. Das saugen wir jetzt hier noch aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Irgendwie. Haben wir noch einen alten Lappen? Wie, was? Na, für hier drin ein bisschen Staub abwischen am Motorblock. Auf dem Plaste. Der könnte auch ölig werden. Also so einer, der dann weg kann. Ja.
her und so weiter und so weiter. Und jetzt wischen wir hier drinnen auch nochmal aus. Sonst haben wir ja den ganzen Schuh, oder? Gleich wieder im Lüftungsgitter. Also in den Filter. Und dann kann man dann hier wieder zubauen, wenn das hier ein bisschen sauber ist. Dann passt das hier. Schrauben wir die Bude wieder zusammen. Und dann ist schön. Glaube ich. Ja, dann sieht man richtig gut aus, wenn der dann sauber ist. Hat gesagt, ich soll das machen. Mal ein bisschen trocknen hier. Nicht, dass er. Jetzt habe ich wirklich fast eine halbe Stunde dieses bekloppte Ratschending gesucht, ja. Und wo habe ich sie gefunden? Hier war sie runtergefallen. Aus der Hosentasche. Super. Ich dachte, ich habe jetzt den halben Motor auseinandergeschraubt gehabt, weil ich dachte, die ist da reingefallen. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir die Schrauben da hinten noch festmachen, dann ist schön. So, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen oberflächlich noch abgewischt. Ja, sieht wieder schick hier aus hier, der Gerät. Würde ich sagen. So, wo habe ich die Ratsche? Die habe ich hier. Bringe ich jetzt gleich wieder weg. Nur, dass nichts hier drin liegt. So, Filter haben wir sauber gemacht, da haben wir ein bisschen poliert. Ach, da die Streben haben wir neu mal sauber gemacht. Hier vorne das bisschen hier. Gut. Klappe zu. Affe tot. Dreckwasser. Nur wegbringen. Aber jetzt geht's noch ins Aufräumen ein bisschen und dann ist gut. So, Hebel gefunden. Schön sauber, ja. Hab hier auch mal hier alles sauber gemacht da. Mhm. Die ganzen Abdeckungen mal abgewischt. Sieht wieder gut aus, würde ich sagen. Besser geht's, ne? Da müsstest du richtig mit dem Kercher reinhalten, da habe ich ja keinen Bock drauf. Weil dann kann irgendwas kaputt gehen. Das lässt man von der Firma machen. Jedenfalls ich würde es nicht machen. Können trocken? So, jetzt habe ich Gina ihr Auto sauber gemacht zum x-ten Mal. Kann sie es wieder einsauen. Ja. Ja. Wir gehen dabei bist eigentlich immer du derjenige, der ja. einsaut, ne? Ja, genau. So aber ich mache es ja auch wieder sauber. Ja. Gina hat gesagt, ich sollte das sauber machen, habe ich sauber gemacht. Punkt. So, ja, fertig. Kann ich auch meine Socken dann wieder abnehmen dort vorne. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Däumchen da.